Hallo Freunde dort von Relle zu und sagt herzlich willkommen zurück zu Lostberg mit Story Folge 105 und wir jedes Mal aufs Neue. Ich muss da auch mal was dran rumbasteln. Ne? So viele Mods mal rumbasteln, das ist unmöglich. Ne? Seitdem ich das wieder angefangen habe, Mods rumzubasteln, bin ich nur noch am Mods rumbasteln, die ganze Zeit. Naja, aber ich spiele mal eine Runde. Heute habe ich schon genug Mods rumgebastelt. Aber darüber reden wir jetzt nicht, ne? Wir haben schon in der letzten Folge so viel über Modkrempel geredet. Reden wir heute mal über was anderes, zum Beispiel darüber, dass ich meine Lautstärke mal wieder viel zu leise habe. Es regnet gerade, also in echt, es regnet gerade in echt draußen, ich habe erzählt, es ist so trocken. Es regnet unangekündigt. Also, ne, der Wetterbericht hat davon nichts gewusst. Da hieß nichts von Regen, ne? Da hieß es, dass morgen Abend Gewitter kommen soll oder Donnerstag. Ich habe noch Heu draußen liegen. Bin gerade ein bisschen, frustriert. Ich gucke gerade zum Fenster raus und ach nee, so ein Mist, es regnet. Ja, und falls ihr es nicht wisst, oder ihr könnt es ja gar nicht wissen, weil ich keine Ingame-Uhr habe, also keine echte Uhr. Das ist gerade mitten in der Nacht. Ne? Wir haben gestern Abend das Feuer reingeräumt und wir haben zwei Anhänger voll gemacht und dann war es schon zu spät. Und ja, wir waren so müde und waren hungrig und das Wetter war ja wunderbar und es war kein Regen angesagt. Und dann habe ich mir gesagt, na gut, machen wir das doch einfach so, holen wir morgen den Rest. Warum auch nicht? Und jetzt regnet das ausgerechnet jetzt. Ich meine, es ist nur die Hälfte noch, was jetzt draußen liegt, ungefähr ein bisschen mehr als die Hälfte liegt noch draußen. Wie gesagt, wir haben 500 Quadratmeter. Ich glaube, es ist ein bisschen mehr geworden. Aber die meisten von euch sind das keine Größen und ihr sagt, ne, dann beschwer dich nicht, dass 250, 300 Quadratmeter Heu liegen bleibt. Aber ne, wenn man das Heu von Hand mit dem Balken mehr mäht und von Hand wendet und so, dann steckt da schon auch ein bisschen Arbeit drin. Dann sind auch 300 Quadratmeter Heu irgendwie viel. Und wie gesagt, das waren jetzt zwei volle Anhänger im Einachs am Heimgold. Und drei ungefähr oder zweieinhalb wären noch draußen gewesen. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich meine, wenn es jetzt bloß ein paar Tropfen regnet und morgen wieder heiß wird, dann ist ja kein Problem, dann kann man das wieder verteilen. Aber schade ist halt trotzdem. Also weil es dann vielleicht morgen Abend wieder gewittern soll und dann ist das Zeitfenster doch so ein bisschen eng. Und irgendwie habe ich seit neuestem das Problem, dass in manchen Stellungen ein Lenkrad so ein bisschen zittert. Ich glaube, ich muss das mal wieder hier auseinandernehmen und gucken, ob die Kabel noch alle richtig sitzen. Vielleicht stimmt da irgendwas nicht. Mal gucken. Aber eins nach dem anderen. So. Ja, wie gesagt, so war das nie so ganz geplant mit dem Heu, aber ist jetzt halt so. Wie machen wir das jetzt mit den Ballen? Na, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wir können jetzt entweder versuchen, dass wir den Tieflader da hinten rauskrusteln. Steht denn der überhaupt? Steht da ganz hinten. Wir können gucken, dass wir den Tieflader da hinten irgendwie rauswursteln. Ja, dahinter und versuchen da die Ballen drauf zu stapeln. Oder wir versuchen die doch mal nochmal auf diesen Anhänger drauf zu stapeln. Vielleicht kriegen wir das auch hin. Und wenn wir die auf den Anhänger drauf stapeln, können wir den eigentlich mit dem Echo ziehen. Dann müssen wir gar nicht mit dem Deutz, oder? Nee, dann packen wir den Deutz hier mal auf die Seite. Und dann schnappen wir uns da mal den Echo. Und dann, wie gesagt, ich wollte ja eigentlich in der letzten Folge schon die Ballen stapeln. Und dann hat sich das halt nicht so ergeben, weil wir so viel gequatscht haben. Und deswegen halt in dieser Folge. In der letzten Folge habe ich ein bisschen erzählt, und jetzt muss ich doch mal ganz kurz noch mal was ansprechen, habe ich ein bisschen erzählt über die Mod-Geschichte, wie das ist mit dem Download-Stellen, und dann kam die Frage auf, ob der Eicher dann nicht zum Download kommt. Ach, doch, doch. Also da kommt auf jeden Fall zum Download, das Update vom Eicher. Na, die vorherige Version steht ja schon zum Download. Manchen scheint das auch nicht so ganz bewusst gewesen zu sein, worum es eigentlich geht. Es geht darum, dass die vorherige Version, also die ich hier immer gespielt habe, bevor ich hier IC eingebaut habe, habe ich auf der Lost Park ganze Zeit den anderen Eicher gespielt. Also halt nicht denselben Eicher, aber halt die erste Version noch, ohne IC, ohne Dynamic Houses und so weiter. Die gibt es ja im Mod-Hub zum Download, das ist ja das ganze Problem. Und deshalb muss ich quasi den Mod als Update reinstellen. Deshalb kann ich den Mod nicht als neuen Mod reinstellen, weil auch manche Leute quasi gesagt haben, ich könnte den Mod hier einfach neu hochladen und den alten dann woanders zum Download stellen. Das geht aber so nicht, ne? Wenn der Mod schon bei ModHub steht, dann kann ich den löschen lassen und dann den neu zum Download stellen. Das geht nicht. Also. Man kann eh bei ModHub keine Mods löschen lassen in dem Sinne. So, jetzt fahren wir mal drüben an einer anderen Wiese vorbei, an einer Wald meine ich. Und schauen gerade mal, ob da zufälligerweise noch was liegt. Ich glaube aber nicht. Ja, wie gesagt, man kann auf ModHub keine Mods selber löschen oder so. Das können nur die von Giants mal rausnehmen und das machen die, glaube ich, normalerweise nicht. Ihr seid immer einen guten Grund dafür. Ich weiß es nicht, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich möchte es auch nicht ausprobieren. Na, manche haben gesagt, ich könnte ja auch Forbidden Mods zum Download stellen. Ihr seid da noch nicht lang genug auf meinem Kanal. gut. Und ansonsten, wie gesagt, das ist klar, ich könnte auch für Modhaus oder sonst was reinstellen, dann nehme ich irgendeinen ShareMods-Link
mit einer Haufen Werbung genervt und bin mit ewig langer Downloadzeit und dann kriege ich auch noch ein paar Cent dafür. Nee, das tue ich mir nicht an, die Zeiten sind vorbei, das ist längst überholt. Mittlerweile kann man die Sachen vernünftig zum Download stellen über ModHub und genauso passiert es auch. Na, wir nehmen keine Push-Seite und keine Sonst-Seite mehr und keine Klaus-Seite und keine was weiß ich was Seite. Wir machen das vernünftig und auf ModHub gibt es ja auch für die Downloads ein paar Cents. So, da haben wir tatsächlich noch Ballen liegen, dachte ich mir doch fast. Von daher ist das alles halb so wild. So, im Gegenteil, ne? Umgerechnet, wenn man auf die Downloadzahlen guckt, ne? Ich weiß nicht, was die erste Version vom Eicher hat. Ich glaube 40.000 Downloads, 37.000 Downloads. Schon ein paar jedenfalls. Also, so hohe Downloadzahlen kriegt man auf den anderen Seiten nirgendwo zusammen. Das heißt, als wenn Modhoster, oder halt nur generell, wenn man irgendwie einen ShareMods-Link verwenden würde oder uploadet.to, ja, dann würde man quasi mehr Geld bekommen pro Download, eine höhere Vergütung. Aber dadurch, dass eben weniger Downloads sind, hat man da dann auch nicht so wirklich was davon. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie wir das hier am besten anstellen mit diesen Ballen hier. Vielleicht muss ich doch mal aus der Außenansicht laden. Dann kann ich aber leider keine Zeitrafferaufnahme machen, weil das ein bisschen ungünstig ist mit der Zeitrafferaufnahme. Oder wir gucken mal. Ich muss hier in die Außenansicht, sonst wird das wieder nichts, dass wir nicht zwei Ballen hintereinander geladen kriegen. So. Schauen wir mal, wie das hier hinkriegen. Da können wir schön nach vorne gucken und dann müssen wir die wirklich ganz hinten an die Wand entlang schieben. Dann können wir da noch eine vorne dazulegen. Ist natürlich die Frage, machen wir wieder drei Ballen hier in der Tiefe? Warum auch nicht? Wenn wir eh schon dabei sind. So. Ja, es tut mir leid, dann kann ich jetzt keine Zeit drauf aufnahme vom Ballenstapel machen. Dann machen wir nachher einen vom Abladen. Dann bin ich wieder hier so viel am Labern oder so. Ich hoffe, das ist okay. Dass dann jetzt, na, wie gesagt, dass ich kann es nicht. Oder eigentlich, das sollte ich jetzt eine Zeit drauf. Ich versuche es immer so ein bisschen abwechselnd zu machen. Ne? Keine Ahnung, nicht so übermäßig länger als 10 Minuten labern und dann sollte schon wieder Zeit drauf aufnahme kommen. Dann ist ja noch nicht ganz bei 10 Minuten, aber das ist so ungefähr meine Grundregel oder meine. Jetzt passen die Ballen hintereinander, wenn man da wirklich viel Luft lässt. Na, nicht unbedingt Grundregeln, ne? Es kommt eh alles, wie es kommt. Ne? Aber das ist so ein bisschen was, wo ich mich zumindest versuche dran zu halten, auch wenn es meistens nicht klappt. Und dann, dass ein bisschen Abwechslung reinkommt, dass ich nicht so lange laber. Eine Zeit lang war es ja dann wirklich so, dass ich quasi 15 Minuten gelabert habe, dann kam eine kurze Zeit drauf auf und habe nochmal 15 Minuten gelabert. Also im Grunde so wie im letzten Video. Eine Zeit lang hatten wir das länger so gemacht, aber das hat mir nicht mehr so gefallen und dann habe ich aber versucht, quasi auf mein altes Format zurückzukommen vom Anfang, da wo immer ein bisschen reden, ein bisschen Zeit drauf, ein bisschen reden. Und das möchte ich auch so beibehalten, das gefällt mir wesentlich besser, scheint auch euch besser zu gefallen. Und das behalten wir auf jeden Fall so bei. Aber manchmal gibt es dann halt so Ausnahmefolgen wie jetzt die paar. Kann ich dann leider auch nicht wirklich ändern. Und wie gesagt, das ist einfach, das kommt bei mir halt so, wie es kommt. Und jetzt ist halt mal nur mal Ballenstapel dran, dann kommen wir jetzt auch nicht drum rum. Dann müssen wir das jetzt halt irgendwie unterkriegen in der Folge. Ne? Ich könnte jetzt natürlich was anderes machen und nicht Ballen stapeln, sondern Ballen dann später stapeln oder so. Aber ja, ne? Also halb so wild. Und außerdem, wenn wir jetzt sechs Ballen unten reingestapelt haben, dann die oben drauf, die kann ich dann theoretisch auch in der Innensicht stapeln. Und dann wäre es vielleicht möglich, eine Zeitraufaufnahme zu machen. Ja. Dann kommen wir vielleicht auch noch hin mit unseren mehreren Zeitraufaufnahmen. Wir gucken mal. Na, ihr habt ja dann, wenn ihr die Folge seht, dann seht ihr es ja, wie es ist. So, der ist jetzt ganz krumm auf unsere Gabel drauf, der Ballen. Wie kriegen wir den da am besten hin? Na, es ist schön mit sie, nicht mit diesen, mit Moralistik, da schaukelt das alles ein bisschen und man merkt, dass überall Gewicht dahinter ist und so weiter. Ja, ich finde Moralistik nach wie vor ein absoluter Pflichtmod. Ne, selbst wenn man nicht hundertprozentig realistisch spielen will oder so, einfach für diese Effekte, dass man die Physik von dem Flapper merkt und halt, ne, dass das alles schwer ist und so. Allein schon dafür lohnt es sich im Grunde, meiner Meinung nach. Aber jo, ne, das muss ja jeder für sich selber wissen. Aber ich glaube, hier auf meinem Kanal, ne, weil ich auch selber mit Moralistic Mod spiele, sind auch sehr viele Leute unterwegs, die auch selber Fans von Moralistic sind. Das ist schon ein bisschen lustig, aber ich sehe es ja bei mir selbst, ne, wenn ich Kanäle gucke, ne, die Leute, die ich so schaue, die Let's Plays, die ich so schaue, die haben so meistens sehr ähnliche Spielstil. Ne? Ich finde das manchmal spannend oder ich habe auch teilweise Leute geguckt, ne, oder auch Streams, Livestreams geguckt von Leuten, die total unrealistisch spielen. Ne? Das totale Gegenteil von mir.
und habe trotzdem Spaß gehabt, die zuzugucken, weil sie einfach lustig waren und oder interessante Sachen zu erzählen hatten oder sowas. Aber ich halte es da nicht so besonders lange aus. Ne? Also so wirklich langfristig schauen tue ich eigentlich nur Leute, die einen relativ ähnlichen Spielstil haben. Ich weiß nicht, woran das genau liegt. Ne? Selbst wenn mir Leute wirklich sympathisch sind und so, irgendwann finde ich das dann langweilig, die zu schauen, wenn sie den Spielstil haben, der nicht so mir gefällt. Ne? Ich bin einfach richtig realistisch veranlagt, immer lässt spielen und ich bin jetzt keiner, der da, ne, so Leute gibt es ja auch, die dann sich drüber lustig machen über die nicht so realistisch spielen und behaupten, dass ihr Spielstil der einzig wahre ist und so, na, da kann ich überhaupt nicht ab. Da soll doch jeder so machen, wie er Spaß macht, aber es ist einfach tatsächlich so, dass es mir dann auch beim Zuschauen irgendwann so geht, dass ich denke, das schaue ich lieber und da schaue ich halt weniger gerne. Und deshalb denke ich mir, ich bin nicht der Einzige, dem das so geht. Und deshalb vermute ich einfach mal, dass sehr viele unter meinen Zuschauern dann tatsächlich auch einen ähnlichen Spielstil spielen wie ich. Und halt schon auch mehr Wert auf Realismus legen. Ich glaube, sonst würde es euch vielleicht auf Dauer auch total auf den Keks gehen, wie ich spiele. Wenn ich so realistisch spiele und ihr jetzt total unrealistisch spielen würdet. Würdet euch vielleicht auch nicht irgendwann auf den Keks gehen und denke ich nochmal, hat sie noch nicht mehr alle. Ich weiß es nicht. Könnte wäre auch mal ein Thema, was man in den Kommentaren erörtern könnte, ne? Ob ihr realistischer spielt als ich, ne? Ich spiele ja auch nicht 100%ig realistisch, oder ich meine, keiner spielt 100%ig realistisch, das habe ich schon mal gesagt, ne? Da müsste man mit den Feldgrößen, die ich habe, ne, müsste man dann quasi mit 2 Meter Arbeitsgeräten oder geringer spielen. Also, ne, die meisten machen Abstriche bei den Feldgrößen, ne? Ich meine, 3 Meter Arbeitsbreite. Ich weiß es nicht, will jetzt keine Hektarzahlen in den Raum werfen, sonst heißt es bestimmt, oder sonst kommen gleich wieder Leute und sagen, ach, wir machen 20 Hektar mit 4 Meter, bla bla bla. Das ist ja auch immer von Region zu Region wieder unterschiedlich und so weiter. Deshalb möchte ich ja nicht unbedingt was in den Raum werfen, aber wie gesagt, nein, LS hat ja keiner, aber weiß ich, 80, 90, 100 Hektar oder sowas, die er alleine bewirtschaftet und macht das dann mit den entsprechenden Arbeitsgeräten. Dann meistens hat man ja Geräte, die zu groß sind im Grunde, ne? Also Geräte, die halt größer sind, als in der Realität für dieselbe Hektargröße wären. Und ich meine, das ist die einfachste Variante, quasi trotzdem realistisch zu spielen, ohne dass man irgendwie große Kompromisse eingeht, weil man ja quasi die Sachen dann einfach woanders hat. Ne? Also quasi nicht einfach nicht alle Wälder spielt. Ne? Also ich hab jetzt hier ja mit Lost Berg auch, durch die Story und so zieht man schon alle meine Wälder und so, aber es ist nicht ganz so auffällig, als wenn man jetzt, andere Abschnitte machen. Na, es ist, wie soll ich sagen, ne, es gibt ja, oder Giants sieht das ja so, dass praktisch Giants macht ja bewusst die Fahrzeuge alle ein bisschen schneller, ne? Also die Bodenbearbeitung geht schneller, Dreschen und so weiter geht alles schneller als in echt. Und Giants macht das ja bewusst, weil sie sagen, sonst hätte keiner Bock, sonst würde es langweilig werden. Ne? Das ist natürlich eine Variante, wie man das machen kann. Man kann einfach alles ein bisschen schneller laufen lassen und ein bisschen ungenau machen. Und dann, dann hat man dieses Problem auch gelöst, ne, dass es nicht zu langweilig wird. Oder man kann es eben so machen, dass man quasi realistische Geschwindigkeiten und realistische Leistungen und Anbaugerätebreiten und so weiter fährt und dass das alles zusammenpasst. Na, dass die Schlepper nicht über, kein 100 PS Schlepper mit, was weiß ich, 7-Scharf-Flug durch die Gegend fährt und solche Geschichten. Na, dass das alles zusammenpasst. Aber dafür dann halt hergeht und sagt, okay, ich mache quasi einen Hof, der zu allem passt, aber ich habe dann halt nicht so viele Felder. Ne? Ich meine, ich habe jetzt auch nicht die... Na, es gibt ja Leute, die spielen eine ganze Map. Ne? Es gibt durchaus viele Leute, die quasi dann sich zum Ziel setzen, jedes einzelne Feld auf einer Map letzten Endes zu besitzen irgendwann und darauf hinspielen. Und ich meine, wenn man die gesamte Lost Berg, obwohl es eine sehr kleine Map ist, bewirtschaften möchte, von vorne bis hinten, dann braucht man ganz andere Maschinen. Wenn man wirklich jedes Feld bewirtschaften möchte, dann... Ja, dann braucht man schon ganz andere Maschinen. Oder man ist wirklich sehr, sehr lange beschäftigt. Ne? Wenn ich jetzt mir meinen Maschinen alle Felder in Lost Berg bewirtschaften würde, wäre ich wahrscheinlich nicht ganz so total unrealistisch von der Hektarzahl an. Aber ein bisschen größer würde ich dann schon, glaube ich, realistisch noch nehmen können. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will, oder ihr wisst, was ich meine. Ne? Also das ist halt meine Art und Weise, quasi trotzdem viel Spaß zu haben, weil letzten Endes, wenn ich realistische Hektargrößen hätte für meine Mengen und Anbaugeräte und so weiter, dann würde ich ja, genau wie es halt in echt ist, na, wie ist es in echt? Ja, wenn man dran geht an Säen, dann sind da schon mal ein paar Tage zum Säen weg, ne, von Vollerwerbsbetrieb. Ich meine, es ist ja nicht so, dass man einen Tag sät, einen Tag pflügt, einen Tag grubbelt und den Rest vom Jahr rumsitzt und nichts macht. Da landet nur sagt, das ist immer Arbeit und wenn es an Säen geht, dann dauert das schon mal ein paar Tage. Und grubbeln auch und pflügen auch und keiner hat jetzt ja wirklich die Zeit und wahrscheinlich auch nicht die Lust, also ganz ehrlich.
Selbst wenn ich jetzt unendlich Zeit hätte und nichts anderes zu tun hätte und keine Ahnung, dann würde ich trotzdem nicht den ganzen Tag von morgens bis abends da hocken wollen und hier einen virtuellen Schlepper bedienen. Ich weiß nicht, da gibt es dann auch noch andere Dinge, die Spaß machen. Ne, das LS ist ja für mich was, wo ich entspannen kann und wo ich halt ne, die Landwirtschaft ein bisschen ausleben kann und die Faszination für die Landwirtschaft und wo ich ein bisschen ja, einfach entspannen kann, ein bisschen abschalten kann. Das heißt aber ja nicht, dass ich das den ganzen Tag oder ich sag mal so, wenn ich das den ganzen Tag machen würde, dann wäre es irgendwann kein Abschalten und kein Entspannen mehr. Von daher, ich würde viel lieber auf dem echten Flapper sitzen. Das auf jeden Fall, aber ich würde mal vermuten und ich denke mal, die meisten Landwirte werden das auch bestätigen können. Ne? Es gibt sehr viele Landwirte, behaupte ich mal, oder fast die meisten Landwirte sogar sind begeisterte Landwirte. Ne? Ich meine, es ist einfach ein Beruf, der einem nicht viel dankt und nicht viel Geld einbringt. Und wenn man so eine gewisse Begeisterung für haben muss, um den überhaupt ausüben zu können, ohne wahnsinnig werden dabei. Deshalb denke ich mal, dass wirklich die meisten Landwirte eine gewisse Faszination für die Landwirtschaft haben auch. Aber selbst die können alle sagen, okay, das ist Arbeit. Ne? Man hockt nicht den ganzen Tag von morgens bis abends auf dem Schlepper und sät, weil man sich 6 km/h auf dem Feld auf und ab, erst recht, wenn man ein großes Feld hat und aber weil sich 5, 6 Stunden auf demselben Feld verbringt oder sowas. Ne? Die sagen auch nicht, dass es das schönste, tollste der Welt ist wahrscheinlich. Die sagen auch, okay, am Anfang macht es vielleicht noch Spaß und irgendwann ist dann auch langweilig und man möchte fertig werden. Denke ich mir jetzt einfach mal. Ne? Es gibt vielleicht durchaus Leute, die tatsächlich das sagen, okay, das ist einfach total entspannend und ich mache das dann den ganzen Tag, aber nach ein paar Tagen dann vielleicht auch nicht mehr oder nach ein paar Wochen oder keine Ahnung. Na, irgendwo hat jeder quasi seine Grenze, wo er sagt, okay, jetzt reicht mir, jetzt ist es wirklich nur noch Arbeit, selbst wenn die Arbeit noch so viel Spaß macht. Von daher ist es auch mit jedem Hobby so. Ne? Also wenn ich bin echt gerne am Schrauben, ne? Ich schraube gern einem RS09 rum an sich oder an Autos und so weiter. Ich mache das wirklich gerne, das macht mir Spaß. Ne? Für manche Leute ist es unvorstellbar, ne? mit schmierigen Fingern und Dreck und bla. Aber mir macht das wirklich Spaß. Aber ne, irgendwann ist auch mal genug. Ne? Irgendwann möchte ich dann auch fertig werden und dann soll der Motor wieder drin sein und so. Ne? Also ich habe ja schon mit dem Auto einen Motor gewechselt, ne, vom Passat damals. Leider war der Motor, der Austauschmotor dann auch hinüber. War eine blöde Geschichte, aber ne, jedenfalls war auch so am Anfang. Okay, da hat es generell nicht ganz so viel Spaß gemacht, weil es war mitten im Winter, es war richtig, richtig kalt. Und entsprechend, ja, hat das keinen Spaß mehr gemacht, aber an sich habe ich trotzdem irgendwie Bock drauf gehabt, ne, das mal zu machen. Ich habe noch nie vorher einen Motor ausgebaut gehabt und habe mir das vorher alles angeguckt, wo die Schrauben da so sind, was man da wohl alles ausbauen muss, wie nacheinander. Und na, die solche Sachen machen mir an sich Spaß. Aber irgendwann war es dann halt wirklich so, okay, dann war ich richtig froh, dass es draußen war. Und ich war noch viel froher, als endlich wieder drinnen war der andere. Na, dann ist irgendwann jetzt einfach nur Arbeit und die Schrauben gehen alle irgendwie schwierig zu erreichen. Und dann ist das Zeug festgerostet und also wie gesagt, das ist mit allem so. Selbst mit meinen ferngesteuerten Basteleien und so, irgendwann hat man dann keinen Bock mehr, dann ist es Arbeit. Und ne, das Schöne am Hobby ist, dann kann man es beiseite legen in dem Moment. Ne? Wenn ich keinen Bock mehr habe auf ferngesteuerte Schlepper basteln, dann lege ich die beiseite. So wie jetzt, ne? Ich habe jetzt schon lange nicht mehr dran weiter gebastelt, ich habe einfach keine Lust mehr gehabt. Und es war eigentlich nur eine temporäre quasi eine Frustphase, weil ja das mit meinen selber gebauten Platinen nicht geklappt hat. Ne? Ich habe ja Platinen damals, ich sag damals, so lange ist es auch noch nicht her, ein paar Monate. Ich habe ja eine Platine selber designt für den Empfänger, ne, dass alles schön klein wird und so. Und da hatte ich ja ein paar, ne, hatte ich vorher bestellt, zweimal sogar. Und beides Mal habe ich halt einen Fehler noch drin gehabt. Na, so wie das halt ist, im Grunde Prototypenentwicklung, mehr oder weniger. Und ja, irgendwann habe ich keinen Bock mehr gehabt, dass die Prototypenentwicklung wollte eigentlich den Impact-Truck, den ich da gebaut habe, fertig bauen. Und das hat dann aber wegen der Platine nicht geklappt und da war ein anderes Problem und nachts war alles ein bisschen frustriert. Und dann habe ich einfach mal für eine Zeit lang keinen Bock gehabt. Und ich wäre dann schon wieder dran gegangen, aber dann ist tatsächlich der Frühling gekommen und das warme Wetter draußen. Und dann habe ich jetzt auch keine Lust, hier drinnen zu sitzen bei dem warmen Wetter und hier drinnen rumzubasteln, nachdem ich auch draußen Sachen zu basteln habe. Dann bastel ich lieber draußen. Und na, die Fanggestörten, die kommen dann im Winter wieder dran. So, jetzt ist die Frage, können wir da nochmal bei oben drauf sitzen oder nicht? Theoretisch könnten wir nochmal bei drauf sitzen. Warum auch nicht? Wir haben noch so viele. Wobei andererseits ist ja schon ziemlich schwer. Ich weiß nicht, wie viel der an ihm aushält. Aber wir setzen da jetzt doch nochmal weiter drauf. Warum nicht? Ja, wie gesagt, ne, das ist so ein bisschen so eine Sache halt. Aber ne, deswegen finde ich auch gar nicht schlimm bei einem Hobby, wenn man wirklich einfach mal sagen kann, okay, jetzt nicht. Und deshalb, um jetzt mal wieder auf meinen Punkt, auf meinen ursprünglichen Punkt zurückzukommen, deshalb ist es tatsächlich so, dass der Landwirtschaftssimulator, wenn man den ganzen Tag spielen würde, so realistisch wie möglich, und auch irgendwann langweilig werden würde. Und ich glaube, wir müssen mal fließen zur Seite ein bisschen gegen die Ballen schieben, ein bisschen eindeutig. Ne? Also von daher, irgendwo muss man seine Grenze ziehen und ich habe einfach nicht so viel Hektar und andere Leute, die spielen halt einfach viel lieber ein bisschen schnellere Geschwindigkeit und ne, jeder macht das quasi so für sich und dann gibt es natürlich noch Leute, die das alles nicht wollen und
Mit riesen, breiten, unrealistischen Maschinen. Okay. Okay, so ganz so funktionierend ist es nicht, aber wir stapeln jetzt trotzdem da nochmal eine oben drauf. Ne? Die dann quasi mit riesenbreiten Maschinen und komplett unrealistisch spielen, weil es einfach das halt denen Spaß macht. Ne? Das kann ich zwar dann nicht so wirklich nachvollziehen, warum, aber manchen Leuten macht halt da Spaß. Und das ist ja, wie gesagt, vollkommen in Ordnung. Jeder soll damit Spaß haben, wo er will, aber mir geht es halt tatsächlich so, auch wenn ich Let's Play schaue, dass ich dann ja, irgendwann immer wieder zu denen zurückkehre, die ähnlich spielen wie ich. Ist auch ein bisschen schade, ne? Weil dann ist man nie offen für anderes. Aber ich denke mal, ich bin offen genug für anderes, um dann die anderen mal ein bisschen zu gucken. Und irgendwann wird es dann auch wieder langweilig und ich komme wieder zurück zu dem, was ich ursprünglich gemacht habe. Wobei ich teilweise auch durch die Let's Play Sachen gelernt habe. Ne? Gerade was Mods angeht, was für Mods man verwenden kann. Und ne, auch gerade von Leuten, die realistisch spielen, teilweise noch realistischer als ich, habe ich schon für manche Sachen gelernt dann. Ne? Ich habe zum Beispiel lange Zeit dann nicht viel in Innenansicht gefahren. Ich habe eigentlich Innenansicht früher nur auf Straßenfahrten verwendet und nur wenn ich mit Lenkrad gespielt habe, weil ich einfach das Gefühl hatte, dass ich in der Innenansicht zu wenig sähe, wenn ich auf dem Feld unterwegs bin. Das ist einfach, dass ich nicht richtig umschauen kann, ohne mit der Maus rumzubewegen und das einfach nicht realistisch ist und nicht schön. Und deshalb habe ich eigentlich früher nie in der Innenansicht gefahren, immer nur in der Außenansicht. Und ja, ich habe eben gesehen, wie viele andere Let's Player sehr viel in der Innenansicht spielen und das trotzdem irgendwie geht, ohne sich ständig hin und her zu drehen und umzugucken. Und dann habe ich mal ein bisschen geschaut, ne, in echt, wenn ich zum Beispiel Murnau Agrartechnik oder so, ne, so Leute, die quasi Kamera auf den Kopf montiert haben und dann aus der Ego-Perspektive Landwirtschaftsvideos machen, ne, in echt, also echte, im echten Fahren. Auch die, ne, teilweise fahren mit dem Ladewagen und fahren den Schwad entlang und gucken nicht alle zwei Sekunden nach hinten, ob das noch alles stimmt. Ich meine, man hat ja auch ein Gehör und so weiter und wenn irgendwas schief läuft da hinten. So, jetzt haben wir den langsam ein bisschen überladen hier, den Anhänger, dann gehen die Ballen komisch. Na, wenn man ein bisschen Gehör hat und so weiter, man hört das ja auch, was mit der Maschine vor sich geht und ob das alles noch gescheit reingezogen wird und so. Man fühlt das ja auch, ne, man hört es ja auch am Flapper und die Vibration und so weiter. Und von daher, ja, ne, deshalb mache ich das jetzt tatsächlich auch viel eher, dass ich hier innen spiele und mich nicht ständig nach hinten umgucke. Und ne, man kann auch abschätzen, wie breit zum Beispiel ein Arbeitsgerät ist. Gerade wenn man mit kleinen Arbeitsgeräten spielt, die eh nur so ein bisschen breiter sind wie der Flapper, dann kann man wunderbar einfach das Rad quasi neben die letzte Fuhre setzen und dann weiß man schon, das passt schon. Von daher, ja, solche Dinge. Also von daher, es schadet nicht, sich auch mal Sachen anzugucken, die nicht genau dementsprechend, wie man selber spielt oder selber macht. Das gilt ja nicht nur für Let's Plays, das gilt ja im Grunde für alles. Ne? Selbst für irgendwelche Hobbys oder sonst was. Ich meine, ich gucke extrem gerne andere Elektronik-YouTuber und so weiter. Okay, die gucke ich in erster Linie, um was zu lernen, weil ich von Elektronik halt wirklich noch nicht viel Ahnung habe. Aber ne, auch andere Dinge, ich habe jetzt kein Beispiel von irgendwas, wo ich gute Ahnung habe. Ich meine, im Schrauben, Autoschrauben und so weiter, lerne ich auch noch sehr viel dazu. Und da gucke ich auch sehr viele YouTuber aus dem Bereich. Jetzt haben wir aber schon ganz kräftig überladen hier. Eieiei. Also von daher, ne, andere gucken, wie sie andere machen und davon ein bisschen Inspiration nehmen. Ich muss mal Inspiration nehmen, wie man Ballen lädt. Okay, ich würde mal sagen, ich habe jetzt so viel gelabert. Wir machen jetzt eine Zeitrafferaufnahme vom Heimfahren und vielleicht gleich vom Abladen. Viel Spaß mit der Zeitrafferaufnahme und ja, wir machen das noch ganz kurz so, dass wir eine Werbepause reinmachen. Und dann geht mit der Zeitrafferaufnahme los und wir sehen uns hoffentlich gleich wieder. Bis gleich.
schneiden wir wieder und dann reden wir noch so von realistischer Spielweise und allem drum und dran. Und dann stapel ich so die Ballen. Oh weia. Also ne, das war ich dann riesen reinfallen ein bisschen. Vor allem mit dem Eichel ist echt ein bisschen schwierig mit der Übersicht nach vorne raus. Da sieht man nicht so wirklich was. Na, da müssen wir sich wirklich nach vorne lehnen können. Weil ne, da ist so ein riesengroßer Kasten hier. Da ist ein bisschen schlecht. So. Ja, so schön ist der Stapel ja auch nicht, aber der ist ja hier nur zum Lüften und dann kommt er eh wieder weg. Irgendwie ein paar Wochen oder so. Und da ist nicht ganz so wild. Und außerdem müssen wir mal gucken, na, da ist jetzt wirklich Schnee und Regen und sonstiger Krempel angesagt, dass wir unser Heu von uns heimkriegen. Also ich sage immer Heu, unser Stroh. Da sind noch ein paar Ballen draußen. Die hätte ich schon auch ganz gerne von uns reingebracht, bevor dann der große Regen, Schnee, Hagel, sonst was kommt. Und dann wären wir von uns durch mit unserer Ernte. Wäre schon ganz praktisch, wenn wir das noch reinkriegen würden. Ist es auch nicht halb so wild, wenn nicht, ne? Es liegen ja, wie gesagt, nur ein paar Ballen liegen noch draußen, aber wir können es ja wenigstens versuchen, hätte ich mal gesagt. So, Vollgas und wir gucken mal. Ich weiß nicht, soll ich noch eine Zeitrafferaufnahme hinten dran hängen oder ja, im Grunde könnte ich noch mal eine machen vom Aufladen jetzt. Wir könnten es ja noch mal aus der inneren Sicht versuchen. Ob wir noch ein paar Ballen drauf kriegen oder ob das nochmal so ein Theaterchaos wird. Ja, immer diese Vorfahrt nehme hier. Na, ich muss echt mir irgendwas überlegen. Na, vielleicht kann ich irgendwie einen kleinen Mod basteln, womit man sich so ein bisschen nach vorne legen kann. Ich wüsste nicht, ob bei der Taste ich das dann lege. Na, irgendeine Taste, womit man dann hier sich ein bisschen nach vorne legen kann. Problem ist, dass ich habe bei der Frontladerarbeit eine Hand am Joystick habe und eine Hand am Lenkrad. Na, ich greife vom Joystick auf den Gangschalthebel um und dann wieder zum Joystick. Da kann ich eigentlich nicht noch auf die Maus auch noch umgreifen, um mich irgendwie anders hinzugucken. Im Grunde müsste es ein Knopf am Lenkrad sein, aber ich habe am Lenkrad an sich keine Knöpfe. Muss ich mal drüber nachdenken. Na, das würde im Grunde reichen. Einfach nur was, wo man sich so ein bisschen nach vorne lehnen könnte, dass man da vorne rauszieht. Wobei, da muss ich wieder zur Maus umgreifen, um nach oben zu gucken. Jetzt müsste sich idealerweise müsste sich da nach vorne und nach oben lehnen gleichzeitig. Oder ich muss doch irgendwann mal wieder mit dem Ad-Tracker rum experimentieren. Vielleicht soll ich jetzt doch einfach mal ein langes USB-Kabel kaufen und das Ding mal auf dem Cappy draufkleben oder sowas, und mal gucken. Ja, ne, das wäre auch mal eine Idee. Damit nochmal ein bisschen experimentieren. Und ich habe ja damals mit der Einstellung rumexperimentiert und es war einfach alles nicht so recht, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber wenn ich nochmal ein bisschen länger damit rumexperimentieren würde, vielleicht würde es ja dann doch noch was werden, wer weiß. Wäre natürlich dann besonders cool, wenn ich mit dem Ad-Tracker spielen könnte. Mal gucken, aber ich würde mal sagen, wir fahren uns raus zum Feld und dann machen wir nochmal eine Zeitrafferaufnahme. Dass wir heute wenigstens noch ein bisschen was geschafft kriegen, ne? Also ein kleines bisschen was müssen wir doch irgendwie heute noch geschafft kriegen in dieser Folge. Ich weiß gar nicht, ne? Das wäre dann eine Folge über 3 Tage verteilt. Andersrum. 1 Tag über 3 Folgen verteilt. Immer noch derselbe Tag wie von der letzten Folge und wir nehmen den noch in die nächste Folge mit. Ich glaube nicht, dass wir jetzt bis zum Abend durchkommen. Ne? Ich wollte ja heute noch, heute Nachmittag werden die Kühe abgeholt. Aber die Folge, die ist jetzt schon ziemlich lange, ne? Ich weiß nicht, ob wir noch zu den Kühen kommen. Ich weiß auch nicht, was das zurzeit so ist. Ich glaube, wir haben mittlerweile einfach so viele Ecke und Sachen, dass das alles ein bisschen länger dauert. Und am Anfang war das überhaupt gar kein Problem. Da habe ich ja teilweise Tage gespult und so weiter, Zeit gespult, vorgespult und vorgespult, weil ich nichts zu tun hatte. Und ja, mittlerweile haben wir doch irgendwie, sind wir immer voll im Einsatz. Ich weiß auch nicht, vielleicht habe ich am Anfang einfach mehr Zeitrafferaufnahmen. Ach, ja, richtig, mit O können wir hier nicht aufmachen. Vielleicht habe ich am Anfang auch einfach mehr Zeitrafferaufnahmen gemacht. Halt. Bin mal gespannt, wie die denn hier abhängen. Nope. Dann macht er nicht weiter. Schade. Jetzt aber. Ja, am Anfang habe ich vielleicht einfach ein paar Mal Zeitrafferaufnahmen gemacht. Wer weiß. Ich würde aber mal sagen, wir machen gleich noch eine und viel Spaß mit der Zeitrafferaufnahme vom Aufladen der letzten Ballen. Bis gleich. Ja, bis gleich. We'll be right back.
So, unglaublich. Ja, guckt euch den Anhänger nicht so genau an. Von Anfang hat es wunderbar geklappt und dann am Ende ist es schrecklich geworden. Ja. Ballen-Fail. Ich glaube, so nennen wir die Folge Ballen-Fail oder irgendwie sowas. Eieiei. Das ist ein falscher Gang, kein Foto geht hier nichts. So, aber das sind jetzt alle Ballen von Ihnen, weil ich weiß noch gar nicht, wo wir die hin tun. Weil da, wo ich die anderen jetzt hingepackt habe, da ist es ja gar nicht mehr so viel Platz eigentlich, dass ich die da alle noch reinpacken könnte. Aber die können ja ruhig auch ein bisschen Frischluft vertragen. Deshalb weiß ich gar nicht so recht, wo wir die jetzt hinpacken sollen. So, na komm schon, bergauf, bergauf. Jawohl, geht doch. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht so recht. Irgendwo müssen wir die ja hinpacken. Gucken wir mal, wo wir die am besten hin tun. Ja, ich weiß, mitten auf dem Feldweg brauchen wir nie unbedingt den Winkel nutzen, da kommt eh keiner. Theoretisch könnten wir die vielleicht noch ein bisschen auf die anderen draufstapeln oder so. Wobei die jetzt also mit zwei hochgestapelt eh schon eigentlich ein bisschen zu dicht gestapelt sind. So. Schön langsam runterfahren nehmen hier. Motorbremse und nicht tatsächliche Bremse. Mensing Fahrzeugbau noch stemmen. Na, modifizierbare Nummernschild, das wäre doch auch was im 19er. So ein kleines Detail, das mich eigentlich nie groß stört, da der Eiker kein Nummernschild und so weiter und der Deutschland falsch ist. Und eigentlich hat es mich nie groß gestört, aber wenn man so realistisch spielt und es gibt ja den Mod schon. Alter, gibt ja den Mod schon mit den realistischen. Oder halt mit dem, dass man den Flipper quasi zulassen kann, ne? Das Zulassungsskript. Ja, auch in den IACs ist das ja drin, deswegen haben die alle eine andere Nummer. Gerade wenn man so mit Story spielt und so weiter und halt überhaupt, wenn man einen zusammenhängenden Hof hat, irgendwie hätte es schon was, wenn alle Flipper Nummernschild hätten. Aber ich bin jetzt echt zu voll, in alle Fahrzeuge den Nummernschild Mod reinzubauen, zumal ich die Nummernschilder an sich optisch gar nicht schön finde, weil die leuchten ja von sich aus und weil neue Nummernschilder leuchten nicht nur von sich aus in echt. Ich weiß, das gibt's, ist aber ganz, ganz selten. Von daher gefällt mir das eigentlich so gar nicht. Aber das wäre doch eine coole kleine Sache, ne? Gerade mit dem ganzen Konfigurationsmenü im neuen Shop und so weiter. Da wäre es doch cool, wenn man einfach dann noch gleich das Nummernschild mit auswählen könnte. Aber ich denke mal, das ist ein bisschen eine Schwierigkeit für Giants, weil, ne, es weltweit so viele verschiedene Nummernschilder gibt und so viele Leute überall verteilt. Ne, was sollten die denn da machen für Nummernschilder? Ne? Manche Länder haben Nummernschilder für Flapper, andere haben nicht. Und ne, jedes Nummernschild hat eine andere Form, von daher denke ich mal, dass es wahrscheinlich nichts werden wird. Aber ist ein bisschen schade, das wäre eine coole Funktion, aber wie gesagt, ich bin gleich von Michel Anschiss hier, weil ich mit der offenen Tür gefahren bin. So ein Mist. So, jetzt packen wir den hier mal hier dran und dann schauen wir mal, wie das am besten anstellen. Da kriegen wir jetzt noch zwei Ballen hin, dann könnten wir tatsächlich noch bei oben drauf stapeln. Wir schauen mal. Wir hängen den jetzt erstmal ab hier. Und dann klappen wir hier erstmal wieder hoch und halt nach oben bitte. Jawohl, geht doch. Machen hier diese ganzen Gurte weg. Und dann schauen wir mal. Ne? Irgendwie muss das ja. Halt, das ist wieder der falsche Gang gewesen. Irgendwie müssen wir das jetzt dann noch hinkriegen, diese paar Ballen zu verstauen hier. So, machen wir natürlich dran an diese Balle. Ups. Das habt ihr nicht gesehen. Das ist nicht passiert. Wie gesagt, da kriegen wir noch zwei dahinter gestapelt und dann haben wir im Grunde hier voll gestapelt. Aber wir können danach noch was drauf tun auf diese beiden Stapel. Ich weiß, ich habe einen schrecklichen Stapel hier gemacht. Aber wie gesagt, das ist alles eh nur temporär hier. Bis es ein bisschen getrocknet ist und dann. Dann habe ich den Anhänger sehr brav hier hingestellt. Wunderbar, dass ein Öl super dran kommt. Auch mal wieder sehr schön mitgedacht. Ja, diese beiden Ballen hier haben mir zuletzt so richtig viel Ärger bereitet. Die wollten einfach nicht drauf hängen. Ey, was habe ich denn da gemacht mit der Balle? Das ist ja auch mal wieder sehr unmöglich. Ja.
So, Ball vergangen noch gewählt. So, jetzt gucken wir mal, ob wir es ja noch weiter drauf gestapelt kriegen. Jetzt wird gleich noch enger. Das ist ja auch mal eine sehr interessante Sache, wenn ne? Der Lost Berghof, selbst der kleine hier, ist ja immer noch sehr, sehr weit. Ich mag eigentlich ja enge Höfe. Meine Map, wo der Hof wirklich richtig eng ist, ne? So richtig alte Fachwerkhof oder sowas, wo ein paar neue Gebäude dazwischen sind, aber noch dazwischen gewirtschaftet wird und so. Aber richtig, richtig eng, so man einfach nicht rumkommt. Wäre schon mal was Cooles, fände ich mal richtig spannend, aber ich glaube, auf dem Let's Play wäre das ein bisschen schwierig, weil dann immer die Kamera hin irgendwelche Sachen reinkippt, wenn man dann quasi ständig mit der Kamera in irgendeinen Gebäuden hängt. Oder man muss wirklich ständig die Kamera hin und her wackeln. Weil natürlich für Innenkameraspieler wäre es natürlich ideal. Ja, da müsste man wirklich mit Track Around, Innenkamera und sowas spielen. Aber an sich fände ich das mal eine richtig coole Sache. Ne? Die Giants Maps haben eh alle viel zu viel Platz, aber die meisten Mods Maps haben eigentlich auch schon viel zu viel Platz. Das wäre doch mal cool. Da mal so einen richtig schönen engen Hof hätte. Oh, war ja. Nein. Wunderbar gemacht. Wunderbar gemacht. Gratulation. Eieiei. Das ist echt das Ballenstapeln-Fail-Video hier. Ich kann auch mal einen anderen Gang wechseln hier. Halt, stopp. Jetzt ist auch mal die Gabel unter dem Ball rausgefallen. Leute, was ist los? Warum kann ich keine Ballen mehr stapeln? Na, aber ihr wisst das ja, wie es ist. Ah! Wollte gerade sagen, wenn einmal was schief läuft, dann läuft alles schief, während ich Vollgas gebe im falschen Gang. Oh Mann. So, wenn ich jetzt hier diese Balle hier runter nehme, dann kippt theoretisch der Anhänger um. Also die hier aus der Mitte raus. Erst muss ich die hier weg tun und dann muss ich eigentlich erst die andere runter tun. Dafür müssen wir eigentlich den Anhänger woanders hinstellen. Moment, dann machen wir das jetzt hier. Ich sag's doch, wenn eine Sache schief geht, sollte die Folge beenden. Ich glaube, wir machen einfach einen Schluss und machen unser Chaos zum nächsten Mal. Und dann ist es auch man fängt nicht einfach was an und macht's dann nicht. Nee, macht's dann nicht zu Ende. Das ist auch doof. Nee. Wir müssen das jetzt schon voll zu Ende bringen, auch wenn es ein Chaos ist. Aber irgendwie geht es gerade alles schief. Wer weiß, was heute noch schief geht. Aber wir haben ja nur noch die paar Ballen. Dann ist heute auch vorbei, dann ist das Ende der Folge. Da ist genug schief gegangen. Brauchen wir jetzt nicht weitermachen. Sonst endet das in einem totalen Chaos noch. Das wollen wir jetzt auch nicht. Ich mach das nicht mit Absicht, Leute. Ich mach das nicht mit Absicht. ja. Vielleicht hätte ich doch die Folge beenden sollen an der Stelle. Hashtag unrealistisch, Hashtag Chaos, Hashtag. Und warum macht er jetzt Hashtags? Hier noch drauf packen. Sehr schön. Ist unsere nächste Runde gefallen. Unglaublich. Ich bin jetzt wieder im zweiten Gang. Wie komme ich immer in den zweiten Gang? Ich glaube, ich schalte automatisch hoch, wenn ich ein bisschen hin und her fahre. Und dann vergesse ich aber runter zu schalten, wenn ich wieder eine Balle drauf habe. So, jetzt machen wir hier erstmal gerade drauf auf unsere Gabel. Und das wäre schon richtig machen. So, ruck, jawohl. Sag gar nichts mehr. Ich halte einfach meine Klappe. Ich mache einfach die letzten zwei Minuten vom Let's Play ohne reden. Das glaube ich aber auch nicht, was so. Ja, ich bin ein bisschen müde, ne? Das merkt man schon, glaube ich. Aber ich weiß nicht, ob das der einzige Grund ist, warum mir alles schief geht. Meine Müdigkeit. Stopp. Jawohl. Stopp! Der Kurzgang. Okay. Natürlich. Natürlich kann ich einen Ball richtig aufbießen. Warum sollte ich den Ball richtig aufbießen können? Wer hätte gedacht, dass man einen Ball aufbießen kann, wenn man lässt? Nein, man fährt natürlich mit der Gabel drunter. Warum auch nicht?
Und natürlich fährt man mit dem Flipper gegen den Anhänger, das ist ganz normal. Der hat ja vorne extra einen Rammschutz dran. Da bräuchte man halt einen Rammschutz nicht. Mensch, Leute! Oh Mann. Oh Mann. So. So, nicht das Licht umfahren. Alles gut. Flapper lebt noch. Wir auch. Ballen auch. Ich würde mal sagen, das war die schlimmste Lostburg-Folge. Okay. Den hätten wir fast drüben runtergeworfen. Lieber nicht hier hingehen. Schlimmste Lostburg-Folge bis dato, was Kaskaos angeht. Ich glaube, so eine schlimme hatten wir noch nicht. Ja. Wow. Ich würde mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war nicht... Okay, ich kann nicht sagen, ich hoffe, es war nicht allzu schlimm, weil es war schlimm. Ich hoffe, ihr habt es trotzdem nicht ganz ungern geschaut und ja. Ich hoffe, ihr guckt trotzdem beim nächsten Mal wieder rein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Und tschüss.